Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario und Super Ultimate Rabbids Perfect Kingdom Battle. So, wir haben erneut eine Eskortierungsmission. Wie kommt man denn da hin? Das müssen wir uns erstmal ansehen. So, wir haben eine Röhre. Ich schätze, dass sie hier, nee. Ah, die führt hier raus, glaube ich. Dann kann man da rein. Und man hat auch hier einen Gang, mit dem man dann hier hochkommt. Achso, da kann man quasi, um hier den Kampf zu führen. Und man kann aber hier unten, muss spawnen die dann lang. Dann kann man diese Röhre, die dann da unten. Achso, und diese Bastion, die sie sich da gebaut haben, die, mit der können wir sowieso nichts machen. Aber ich würde sagen, da hauen wir gleich mal einen Raketenwerfer rein, ne? Dann gucken die ganz blöd. So, dann haben wir hier wieder eine Röhre, die da durchführt. Okay. Und eine, um die dort oben. Dann haben wir relativ viele Gegner. Ich würde sagen, wir müssen wieder versuchen, die Gegner ausschalten, bevor wir Spawny dort lang senden. Und ja. Das Problem ist, die haben halt immer jetzt den Höhenvorteil hier, ne? Das ist der tricky Part. Ich würde sagen, wir schicken erstmal unseren Stürmer los. Ja. Ne? Stellen wir uns hier auf die Halbdeckung. Dashen können wir sie ja leider nicht, weil wir keinen Zugang dazu haben. Und dann packen wir die Ente aus und machen schon mal die Deckung kaputt. Blups. Sehr, sehr schön. Der Flächenschaden. Jetzt holen wir natürlich unseren nächsten Flächenschadenskünstler hoch. Achso, in diese Röhre müssen wir. Und dann, ja, schicken wir den da mal hoch. Damit er da mal ein bisschen was für uns regeln kann. Ich würde sagen, wir packen einfach die Panzerfaust aus. Damit wir ordentlich Schaden gegen alle vier Gegner machen können. Das ist natürlich das Problem, dass Mario keine Flächenwaffe hat. Aber gut, wir wissen ja, dass Mario sowieso nicht so der Meister ist. Tut mir leid, aber das tut mir nicht wirklich leid. Das muss ich jetzt einfach machen. Das muss jetzt gemacht werden, um jeden Preis. Der ultimative Mario-Hammerschlag. Ich bitte euch, kann man dazu Nein sagen? Ich denke nicht. Da guckt ihr mal die ganzen Münzen an, wie wir die da zerstört haben. Das ist ja ein wahres Fest. Das ist ja wundervoll. Das war doch ein schöner Move. Der gefällt mir so. Spawny kann nicht wirklich weit laufen, weil Spawny halt blöd ist. So, der Heldenschuss bringt uns, glaube ich, nicht wirklich was hier in dieser Situation. Okay, ja, die stürmen so ein bisschen vor. Jetzt haben sie halt Mario verbrannt. Aber so wirklich. Also, ich komme halt jedes Mal. Au. Es ist schon nicht zu verachten, diese Kombi. Ja, das schon so ein bisschen. Das war ein bisschen schäbig. Das war schon ein bisschen schäbig. So. Können wir ihn hier rüber platzieren? Aber jetzt können wir natürlich Deckung wegschießen. Bringt uns natürlich nicht wirklich viel. Hier unten in Angriffsmodus gehen bringt uns auch nicht so viel. Und sollte man wahrscheinlich auch nicht machen. Aber es ist Rabbit Yosh. Der kann sich ja eh immer heilen. Deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal als ganz okayen Move. So, ich hoffe, dass keiner hinter uns spawnt. Das wäre doof. Aber das fände ich nicht so schön. So, die sind alle nicht in Reichweite. Sollen wir Max... Komm, wir gehen Maximum. Wir brauchen die Deckung nicht. Ist natürlich immer so ein Risk, ne? Maximum zu gehen. Aber ich denke, dass das in diesem Falle in Ordnung ist. So, Mario kann natürlich nach hier unten gehen. Allerdings ohne Deckung. Und er kann ihn dann natürlich nicht auslöschen. Hier 50%, 50%, er hat halt überall 50%. Egal, die 50 müssen wir versuchen. Oh, da haben wir natürlich sehr viel Glück gehabt. Mario auch Leben hinzugefügt durch den Vampir. Dann machen wir schon mal den Heldenschuss. Ja, wenn die hier wieder rumhopsen. Ich glaube, der hat sich letzte Runde auch schon gelohnt. Und Spawny müssen wir natürlich weiter vorbewegen. Machen wir den Schutz gegen Super. Komm, Schutz gegen Super-Effekte, ne? Wer hat's, der hat's, ne? Würde ich mal so sagen.
Ja, die Bewegung, die war jetzt nicht ganz so gut abgestimmt. Leider natürlich kein. Ach so. Warum wir den jetzt zweimal getroffen haben und manchmal. Oh, 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 Spawny. Spawny, mein guter Freund. Das war jetzt nicht so gut. Das freute mich gar nicht. Das freute mich gar nicht. So, Real Rabbit Yosh hat leider keine Sicht auf die Gegner von dort. Und ich denke, ich verwechsel jetzt sogar schon Real Rabbit Yosh und so. Ich denke mal, Real Rabbit Yosh bleibt hier, um die Lage von hinten im Griff zu behalten. Ne? Einer muss ja quasi hinten aufpassen, dass da nichts geschieht. Deswegen packt er auch sein Schild raus, denn er weiß, da fängt gleich die Kacke an zu dampfen. Ja, das ist uns schon bewusst. Das Problem ist, dass wir ihn jetzt gerade nicht attackieren können. Aber gut. So ist das halt. Da müssen wir noch einen Zug warten. Ich habe Spawny bewegt, oder? Valkyrie, oh. Zum Glück hat sie keinen Sprungpartner. Das ist schon mal etwas relativ Gutes. Und das Schild ist natürlich ein sehr, sehr guter Bonus für uns. So, wie wir uns darum kümmern, das überlegen wir uns später. So, ja, okay, wir können schon in die Röhre. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Dann können wir ihn direkt vampirifizieren. Und ich glaube, mit einem Sprung und einem Schuss sollten wir ihn dann wirklich aus dem Spiel nehmen können. Ich mache schon mal den Schuss. Einfach, damit wir wissen, wo sein Damage ungefähr liegt. Okay, wir können Spawn im Prinzip schon bewegen. Ich meine, die sind ja hinter uns gespawnt, ne? Das heißt, Spawny muss jetzt gerade nur noch laufen. Kann Mario das wagen, den Sprung und dann zurück zu Spawnys Verteidigung? Das ist gerade der Plan. Dass er schön in Spawnys Nähe bleibt. Und einen Heldenschuss hat er, glaube ich, nicht gerade über. Naja, das ist natürlich ein bisschen blöd. So, und dann kommt unser Lone Wolf. Unser einzig wahrer Verteidiger. Nee, der Dash ist, glaube ich. Der Dash ist jetzt, glaube ich, gerade keine gute Idee. Ja, ich glaube, wir werfen einfach so eine kleine Insel darunter. Und steinigen uns selbst. Finde, das macht keinen Sinn, weil es ist ein riesen Höhenunterschied. Aber gut. Wie auch immer das gerade funktioniert, das ist mir auch gerade ziemlich Wurst. So, Spawny. So, Spawny, es heißt, es ist Zeit, die Füße in die Hand zu nehmen und zum Ziel zu laufen. Ja! Das lief doch gar nicht so schlecht. Das war natürlich mal wieder perfekt, ne? Sauber runtergespielt. Ich würde auch sagen, das haben wir schon ziemlich gut gemacht, ne? Das ist gar nicht so schlecht. So. Nun sind wir wieder vereint mit ich weiß nicht, warum das Level wieder vereint heißt. Auf jeden Fall sind wir wieder vereint. Ich weiß nicht, mit wem. Wahrscheinlich erfahren wir das jetzt und die ganze Spannung ist zerstört. Bevor wir weitermachen, will ich alle daran erinnern, dass der Schutz von Fuji oberste Priorität hat. Niemand darf Fuji auch nur eine einzige Sekunde aus den Augen lassen. Respekt. Das Schicksal des Pilzkönigreichs hängt davon ab, dass wir ihn sicher nach Hause bringen. Ich muss zugeben, dass wir Fehler gemacht haben. Ein oder zwei davon sind vielleicht sogar mir zuzuschreiben. Aber jetzt, da Fuji bei uns ist, darf man nichts mehr im Weg stellen. Stimmt's, Fuji? Ja, und die anderen, na, denen ist schon etwas aufgefallen. Ne? Fuji? Da ist Fuji. Er ist wahrscheinlich wiederfallen mit Bowser Jr. Denke ich mal. Na toll, ihr habt ihn erschreckt. Jetzt steht doch nicht so rum. Und ihm nach. Sieht ein bisschen nach Hypnose aus und nicht nach Erschrecken. Das ist so meine
meine Interpretation davon. Ich denke, dass Bowser Junior da, der hat da schon was geplant hier. Na, das ist nicht nur, das ist hier nicht nur alles Jux und Tollerei. Ich glaube, der hat schon so ein paar Tricks auf Lager. Und die werden wir wahrscheinlich in der Welt 7 dann auch kennenlernen. Fuji fliegt. Nicht sehr, sehr schön. Ach so, vielleicht ist natürlich auch das große Loch des Chiodes. Was ist das denn für ein Viech? Das ist der Drache aus Zelda. Nur mit Flügeln. Fuji jetzt mit dem Vogel? Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Nun, ich hoffe, ihr seid zufrieden. Wie bitte? Du willst andeuten, dass das unsere Schuld ist? Fuji und ich waren zusammen absolut glücklich. 5 Minuten mit euch und er wird gekidnappt. Und was wird mein Papa sagen, wenn er heimkommt und einen riesigen Energiedrachen in seiner Burg findet? Zum Glück ist er immer noch im Urlaub. Also habt ihr Zeit, den Schlamassel zu beseitigen, durch die angerichtet habt. Das ist er. Vermutlich will er nur ein Foto von ihm neben einer blöden Statue oder einem alten Haufen Schrott. Ich habe beschlossen, früher nach Hause zu kommen. Bis bald, Papa. Oh nein! Dieser Drache macht Mus aus meinem Papst und dann macht mein Papst Mus aus mir. Ich glaube, da macht er gar nichts mehr aus dir. Was soll ich nur tun? Ihr müsst mir helfen. Ich komme, Papa, ich komme. Okay. Nun, ob's uns gefällt oder nicht, er hat recht. Das Ding am Himmel hat mit jedem Rabbit, den wir besiegt haben, an Kraft gewonnen. Es hat jetzt einen Körper und es hat Fuji. Warte mal, also die letzte Runde, erinnert euch auch noch vielleicht daran, letzte Episode, als wir noch die paar Walküren extra umgebracht haben, haben wir ihn gestärkt. Ich glaube da, dass ein Ubisoft-Spiel ist, oder ein Ubisoft-Game ist, dass das tatsächlich nicht ins Gewicht fallen wird. Aber wenn das jetzt tatsächlich von einem Entwickler gemacht wird, der auf irgend sowas achtet, dann wäre das schon ziemlich übel, dass wir uns selber ins Bein geschossen haben. Aber wie gesagt, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass der jetzt nur stärker ist, weil wir da ein paar mehr Walküren umgebracht haben. Was wir auch tun, wir müssen es schnell tun, bevor es noch stärker wird. Ansonsten wird keine Macht im Pilzkönigreich mehr stark genug sein, es aufzuhalten. Spawny wurde geschnappt. So, den Schalter, da können wir nicht betätigen, da uns das Lava-Zerstörungs-Wasserprobe. Toll. Wunderschöne Karte, wirklich wunderschöne Karte. Haben wir denn jetzt genug Zeit für den Kampf? Der Kampf sieht ziemlich übel aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde sagen, dem stellen wir uns erst beim nächsten Mal. Trotzdem, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ihr freut euch schon auf das letzte Kapitel. Was? Wird schon relativ bald anbrechen, würde ich sagen. Wir sind schon ziemlich nah dran. Aber das sieht schon ziemlich übel aus mit den Verteidigern und den Grobian da. Ich glaube, das ist ein bisschen schwerer, dieser Kampf. Aber ich hoffe, dass ihr mich nächstes Mal wieder begleiten werdet auf dem Weg durch die Verteidiger und die Grobiane. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und freut euch schon mal auf Real Rebel Yo und seine Dash-Fähigkeiten. Tschüss.